Hi Freunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Es ist euch sicherlich nicht entgangen, dass sich in den letzten 15 Jahren der Anteil an Qualitätssiegeln, an Gütezertifikaten und so weiter verdreifacht hat. Wenn wir uns im Supermarkt umschauen, sehen wir immer mehr Produkte, die hier mit verschiedenen Kennzeichnungen versehen sind. Zum Beispiel die Bio-Eier, da ist hier selbstverständlicherweise das EG-Bio-Siegel drauf. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Siegel dafür, dass die Eier aus Deutschland kommen, kontrolliert durch KAT. Und an der Stelle weiß ich auch gar nicht, was KAT oder KAT ist. Das kann ich euch an der Stelle auch nicht sagen. Und ihr seht natürlich auch so einige hausinterne Siegel, hier zum Beispiel bei Kaufland gibt es dieses rote K für K-Klassik, unsere Zufriedenheitsgarantie oder auch sehr beliebt natürlich bei dem Kreatin von Olymp. Dieses Produkt ist voll mit Siegeln, sogar hier unter der Verpackung, wenn man es abzieht, geht das Ganze noch weiter und ein Großteil der Siegel ist eben firmenintern, bedeutet im Klartext, die hat sich Olymp selbst ausgedacht. So, das geht natürlich auch noch weiter. Hier zum Beispiel von Alpro habe ich hier die Mandelmilch. Da sind die Siegel mitten auf der Verpackung so drauf. Hier dieses Vegan-Siegel, auch nochmal für die Verpackung irgendwelche Siegel. Also augenscheinlich auf den allerersten Blick ist überhaupt gar nicht erkennbar, wofür sind eigentlich die Siegel. Sind die wirklich für die Qualität? Sind die firmenintern oder sind die nur für die Verpackung, was wahrscheinlich die wenigsten von euch interessieren wird? Hier gibt es eine Internetseite, die finde ich wirklich gut. Die habe ich allerdings erst vor kurzem gefunden und zwar nennt sich die label-online.de. Da könnt ihr eine Label-Suche machen. Da gibt es auch noch eine andere Seite, die ist auch, glaube ich, gerade momentan im Aufbau oder wird momentan noch weiter aufgebaut, weil ihr natürlich davon ausgehen müsst, dass es immer mehr Siegel gibt, immer mehr Gütezertifikate. Und ich sage euch die Sache genau so, wie sie ist. Ein großer Teil dieser Gütezertifikate hat überhaupt gar keine Aussage, denn wenn man sich das hier einfach mal anschaut, diese kleinen Siegel haben noch nicht mal irgendwelche Qualitätskriterien, die dahinter stehen, ob die jetzt firmenintern sind oder nicht firmenintern sind. Das hier ist zweifelsohne wirklich ein sehr gutes Produkt, aber diese Labels und diese Gütezertifikate sind oftmals nur augenscheinlich welche. Also wenn man sich die Produkte anschaut, sieht man, oh, da sind ganz viele Zertifikate drauf, ganz viele Gütesiegel, aber am Ende haben die gar keine Aussagekraft, weil gar keine Standards dahinter stehen. Ich kann euch die Sache auf jeden Fall empfehlen, mal selbst zu recherchieren. Da gibt es sogar jetzt mittlerweile eine App, die man downloaden kann. Ich finde die Seite einfach gut, wenn man sich so ein bisschen mit der Qualität von Lebensmitteln auseinandersetzen will, auch gerade für die Bio-Fanatiker, für die veganen Freaks. Hier gibt es ja verschiedene vegane Siegel, es gibt eben auch verschiedene Bio-Siegel, zum einen das von der EG, dann von Demeter und so, die noch weiter darüber hinausgehen, was die Standards angeht. Ich finde es interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Da wird sicherlich von meiner Seite aus in nächster Zeit auch noch ein bisschen Recherche kommen. Wenn ihr das selber machen wollt, empfehle ich euch eben solche Seiten, verlinke ich euch selbstverständlicherweise unter dem Video in der Infobox. Wir sehen uns im nächsten Video, macht die Augen auf, viele Grüße, euer Simon.